Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Jungfraugeborenen. Dies ist die Legung im Bereich der Familie. Da geht es um den dritten Wohlfühl- oder Lebensbereich eures Zuhauses und dieser ist dem Element Holz zugeordnet. Und ich zeige euch mal, wo wir uns da gerade befinden. Wir befinden uns hier. Hier, das ist der dritte Lebens- oder Wohlfühlbereich eures Zuhauses und dieser Bereich ist mit der Farbe Grün unterlegt, seht ihr hier. Und das steht für das Element Holz. Das heißt, alle Grüntöne stärken diesen Bereich. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über diesen wichtigen Wohlfühlbereich eures Zuhauses, dann gebt ein auf meiner Kanalseite oben bei der kleinen Lupe, dritter Wohlfühlbereich Familie meines Zuha oder deines Zuhauses. Und da erfahrt ihr dann noch viele wichtige Tipps, wie ihr diesen Bereich nähren, fördern und stärken könnt. Und dann wird bei euch die Sonne aufgehen, meine Lieben, die Ringelblumensonne. Ja, und ganz herzlich willkommen, meine lieben Hahngeborenen in der chinesischen Astrologie. Ihr seid in der Regel sehr stolze Anführer und seid auch bekannt für euer Organisationstalent, meine Lieben. Und ebenso wie meine lieben Jungfrau-Menschen seid ihr sehr schillernde Menschen, ja, die also wirklich mit gerader Haltung durchs Leben gehen, ja. Jetzt schauen wir mal mit der Tarotkarte 5 der Schwerter. Ich möchte mal schauen, ob es jemanden in eurer Familie gibt, der ja, seine wahre Einstellung zu euch vielleicht unter einer Maske verbirgt. Sowas gibt es ja immer. Und nicht nur in der Familie, sondern auch unter Freunden natürlich oder im beruflichen Umfeld. Aber ich möchte heute mal auf die Familie schauen. Und wir sehen mal, wer könnte das denn sein? Da wollen wir uns jetzt mal erstmal annähern. Was könnte das für ein Mensch sein? Da haben wir hier einen Bube der Kelche, meine Lieben. Ein Bube der Kelche. Das könnte also eine noch etwas jüngere Energie sein, ein etwas jüngerer Mensch noch oder ein älterer Mensch, der sehr jugendlich erscheint, ja, von seiner Ausstrahlung her. Und an sich ist der Bube der Kelche ein sehr zugewandter Mensch. Er kann in der Regel gut zuhören, er macht liebevolle Angebote, ja, er hält hier den Kelch in der Hand und normalerweise ist in dem Kelch Wasser und Wasser steht immer für Gefühle. Also normalerweise Buben oder Könige der Kelche oder auch Königinnen der Kelche sind normalerweise bekannt für ihre einfühlsame, intuitive Art. Und ja, jetzt schauen wir mal, ich schaue mal, ob es wirklich dieser Mensch ist, ob ich da jetzt eine Bestätigung bekomme. Ist es dieser junge Mann? Könnte natürlich auch eine junge Frau sein und es könnte sich um Wasserzeichen handeln, also Krebs, Fisch, Skorpion, meine Lieben. Das könnte sein. Zeigt sich freundlich, freundschaftlich. Stimmt es denn auch mit dem Freund sein? Upsala. Naja, da bekommen wir hier den Fuchs und die Blumen. Also das sagt mir, ein Mensch, der sich sehr freundschaftlich zeigt, aber auch eine gewisse Schläue
an den Tag legt, ja, das muss jetzt muss nicht gleich bösartig sein, um Gottes Willen, oder sich bösartig auswirken. Aber er weiß, wie man strategisch vorgeht. Vielleicht kennt er sich auch sehr gut mit den Themen der Psychologie aus, ja, wie man auch andere Menschen vielleicht manipulieren kann. Ja, ich bekomme dafür jedenfalls eine Bestätigung, ja. Also er hat nach außen hin wirkt er sehr, ja, sehr zuverlässig, freundschaftlich, aber er hat auch etwas Strategisches an sich so, ne? Schaue ich mal noch mit anderen Karten, was wir hier noch wissen dürfen. Warum ist er hier ein wenig wie ein Fuchs? Warum legt er hier ein gewisses schlaues Verhalten an den Tag? Er hat auch anscheinend eine sehr gute Beobachtungsgabe, also beobachtet die Menschen und kann sich dadurch auch gut in sie hineinversetzen. Er weiß, was ein Mensch sich wünscht, sozusagen. Ja, ist es hier, was gibt es da hier für einen Grund, warum er sich so verhält euch gegenüber? Schauen wir mal. Da bekomme ich gar keine Karte. Dann schaue ich mal hier, ob wir da noch was bekommen an Informationen über diesen. Aha, okay, also es ist mir gleich hier auf den Fuchs gefallen. Also vielleicht tut das so, dass er sich gern mit anderen Menschen auf der gleichen Augenhöhe ja, verhält, aber dennoch ist er vielleicht gerne in einer anderen Position. Ich frage jetzt nochmal, wer wäre er denn lieber euch gegenüber? Vielleicht hat er sogar, okay, wer wäre er lieber? Nein, nein, das ist ein Nein. Also genau, also hier diese Kommunikation auf Augenhöhe ist anscheinend gar nicht so sein Ding, ja. Er möchte hier vielleicht einfach der Überlegenere, der Schlauere sein, ja. Mein Gut, junge Menschen haben noch nicht so viel Lebenserfahrung, ja. Sie versuchen manchmal etwas zu erzwingen, ja. Kann man halt auf ihre Jugendlichkeit auch zurückführen. Bekommen wir hier noch eine Botschaft? Also da habe ich das Gefühl. Dann schaue ich hier noch mal. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass jemand mehr als freundschaftliche Gefühle hat für einen und das verbergen möchte oder nicht weiß, wie er damit selbst umgehen soll. Zum Beispiel bei Cousin und Cousine kann sowas ja durchaus mal vorkommen, dass man sich sehr sympathisch ist, ne? Dass man gar nicht traut, sich traut zu zeigen und dass man deswegen ein bisschen vorsichtig und listig sein muss. Geht es hier um mehr als Freundschaft? Oh ja, da lag ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich habe halt jetzt gefragt, zwei der Kelche, ihr seht, der zwei der Kelche, die reichen sich hier den Kelch auf gleicher Augenhöhe. Und ich habe gefragt, ob vielleicht ein bisschen mehr als nur Gespräche auf Augenhöhe hier mit im Spiel sein könnten. Und da habe ich hier die Bestätigung, die Sonne, ja. Also das ist für mich ein Ja. Also anscheinend
Könnte es sein, dass dieser junge Mann mehr als freundschaftliche Gefühle hat und das versucht zu verbergen? Ja? Ja, wie geht es denn dann weiter hier? Wie geht es denn dann weiter? Was wird er denn dann weiter machen? Ui. Oh. Das wird wahrscheinlich so sein, dass er seine Einstellung verändert wird. Ja, dass er muss da ja was verändern, weil wenn es ein Familienmitglied ist, ja, da bleibt einem meistens eine gewisse Transformation nicht erspart, ja. Das ist halt dann doch nicht für eine Liebe vorgesehen, meine Lieben. Schaue ich mal mit den Karten der Töchter der Marien. Was kann euch denn hier Trost spenden? Beziehungsweise was kann diesem jungen Mann oder diesem jungen Menschen hier Trost spenden? Maria Stella. Maria Stella, schaut mal. Wunderschöne Karte hier. Höhere Führung. Höhere Führung. Sieh die Botschaft der Sterne am Firmament. Sterne stehen natürlich normalerweise im Tarot für Wunscherfüllung. Ave Maria Stella, gegrüßet seist du, Himmelsstern, Gottesmutter, seliges Tor zum Himmel. Beruhige den Sturm, führe uns in deinem Licht sicher auf neuen Wegen. Amen in Liebe. Hier neue Wege. Der Sarg steht in der Regel für Verwandlung, Verwandlung, Transformation. Ja, vielleicht hat er sich hier ein bisschen verirrt, unser Bube der Kelche. Ja, er hat hier vielleicht etwas verwechselt in seinen Gefühlen dir gegenüber, euch gegenüber, meine Lieben. Ja, und muss jetzt da ein bisschen an sich arbeiten. Ja, aber das wird er schon schaffen, ja. Das wird er schaffen. Also das wird sich hier glücklich auflösen, ja. Mit Hilfe von Maria Stella, meine Lieben. Ihr könnt euch hier einen Screenshot machen und mit dieser Karte meditieren, wenn ihr wollt. So, meine Lieben, jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Auch als Zeichen eurer Wertschätzung mir gegenüber. Ich freue mich immer über Kommentare und über Abos. Vielen herzlichen Dank, wenn ihr mir eins schenkt. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, freue ich mich ebenso. Bis dann, meine Lieben. Servus.